Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist ein Tag vor dem Umzug. Okay, also morgen wird es spannend. Morgen wird es aufregend. Morgen wird es komplettes Chaos sein. Aber jetzt haben wir erstmal einen langen, langen Tag vor uns. Wir sind alle früh aufgestanden. Es müsste jetzt ungefähr 7, 37 sein. Ich mache mich jetzt fertig. Und zwar habe ich jetzt noch einen Babytermin. Ich fahre jetzt rüber zum Frauenarzt. Ich habe heute aber keinen Frauenarzttermin, sondern einen Hebammentermin dort. Und dann wird wahrscheinlich der CDG geschrieben und ja, das Übliche. Also ein bisschen Babyzeit. Eigentlich war der Termin für morgen angesetzt. Habe ich mit Erschrecken festgestellt. Dann habe ich ihn nochmal schnell. Oh, wo ist meine Zahnbürste? Ja. Ich putze mir die Zähne immer in der Dusche. Wer macht das noch? Ich finde das total einfach, geht irgendwie schneller. Ich hätte den Termin eigentlich morgen gehabt, habe ich damit erschrecken festgestellt und dann habe ich gestern nochmal verschoben auf heute. Aber dann hatten sie nur noch so einen frühen Termin um 8.30 Uhr übrig. Egal, ich bin jetzt eh immer so früh wach, kann nicht mehr so gut schlafen und dann wacht man so früh auf. Jus ist schon rüber beim neuen Haus, lässt die Techniker wieder rein mit Smart Home und so, wie gesagt, das dauert ewig, aber was sie jetzt schon gemacht haben, ist richtig toll geworden. Darüber wird ja aber Justus berichten auf seinem Kanal. Er ist da total drin mit diesem Smart Home Zeug. Ich nehme dich heute ein bisschen mit. Einen Tag vor dem Umzug. Mal gucken, was wir heute so treiben. Oh Gott. Ich war jetzt 3 Stunden da. Ich hatte ja eigentlich nur einen Termin jetzt bei der Hebamme zum CTG. Und dann hat sie mir so Angst gemacht. Oh mein Gott. Also erst hat sie mich ganz normal untersucht wieder. Blutdruck war in Ordnung. CTG war auch gut. Kindsbewegungen sind auch da. Also das ist eigentlich alles super gewesen beim CTG, aber als sie mich abgetastet hat, also die Gebärmutter, hat sie gemerkt, dass der Stand der Gebärmutter gleich geblieben ist wie vor 2 Wochen. Deswegen musste ich jetzt doch noch einmal von meinem Frauenarzt untersucht werden, weil ja, das wohl nicht normal ist. Also die Angst war da, dass das Baby seit 2 Wochen nicht gewachsen ist. Und dann saß ich da die ganze Zeit, also im Wartezimmer. Ich weiß nicht, wie lange, 2 Stunden, 3 Stunden. Auf jeden Fall sind es jetzt 3 Stunden insgesamt gewesen. Und ich hatte die ganze Zeit Angst. Oh Gott, ich hatte die ganze Zeit so große Angst. Ich dachte, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich habe Justus auch nichts gesagt, weil ich nicht wollte, dass er auch irgendwie Angst hat. Und er macht sich ja immer gleich ganz viel Sorgen, wenn es um uns geht, um seine Familie. Und dann hat mich mein Frauenarzt jetzt also nochmal geschallt, Ultraschall gemacht, um zu gucken, wie das Babymädchen jetzt gewachsen ist. Und er hat mich auch gefragt, ob ich Kindsbewegungen spüre und so. Und dann dachte ich schon, oh mein Gott, was ist los? Und dann hat er aber geschallt und hat gesehen, dass alles in Ordnung ist. Also es ist alles in Ordnung. Das Baby ist zeitgemäß entwickelt, sogar ein bisschen fortgeschrittener noch, als es eigentlich müsste. Sie wiegt 2200 Gramm. Das ist richtig toll. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel sie beim letzten Mal gewogen hat. Ich glaube, noch unter 2 Kilo. Ich glaube, 1, irgendwas war das, ja. Und ja, Versorgung ist alles super. Und Freunde.
Die ganze Zeit zu warten und nichts zu wissen. Oh Gott. Das ist alles gut. Babymädchen geht's gut. Ich habe sogar ein Foto bekommen. Ich habe ein 3D-Foto bekommen. Weißt du noch, beim letzten Mal hat es nicht geklappt. Weil sie die Nase im Mutterkuchen hatte, dieses Mal auch, aber zumindest das halbe Gesicht habe ich als 3D-Foto bekommen. Die sieht so süß aus. Es ist alles gut. Ich fahre jetzt nach Hause. Justus macht sich bestimmt schon Sorgen, weil ich so lange jetzt weg war. Oh Gott. Oh Gott. Oh, es ist alles gut. Man gibt sich immer gleich so selbst die Schuld. Ich dachte wirklich, ich habe irgendwas falsch gemacht. Dass ich doch zu viel gemacht habe oder so. Aber es ist alles gut. Das Baby ist sogar ein bisschen weiterentwickelt, als es sollte. So wie alle meine Babys das eigentlich waren. Deswegen kamen sie auch immer so ein bisschen früher schon als der errechnete Termin. Okay. Alles ist gut. Wir sind super fleißig. Johann hilft mir. Er packt nochmal Kartons. Also er baut sie auf für mich, damit ich sie füllen kann. Und einen noch, das Bad. Ja, wir sind super fleißig, wir sind hier alle am Wuseln. Justus ist gerade schon wieder am neuen Haus. Er hat da noch ein paar Sachen zu erledigen. Währenddessen packen wir und packen wir und packen wir hier zu Hause weiter. Ich habe eben auch nochmal Mittagsschlaf machen müssen, weil ich weiß nicht, das war schon so müde, dieses Geräusch. Aber jetzt bin ich wieder fit. Also jetzt power ich nochmal durch. Die restlichen Sachen nochmal. Vieles bleibt, wie gesagt, auch hier. Also alles, was du noch so rumfliegen siehst, ist nicht gepackt worden von uns, sondern soll nicht gepackt werden. Ich bin fertig, Mami. Clara ist fertig. Sehr gut. Ganz toll. Ich bin stolz auf dich, mein Schatz. Ja, was für ein Mammutprojekt. Ne? Gerade Clara ist mein Mammutprojekt. Sehr gut gemacht, mein Schatz. Hallo. Super. Mein Zeug noch. Klamotten, die Schwangerschaftsklamotten vor allen Dingen, die ich bisher nicht gepackt habe, weil ich die ja auch zum Schluss erst packen wollte. Und Badezimmer nochmal die restlichen Sachen, die wir bisher eigentlich noch benutzen mussten. Und dann, ja, war es das. Ja, mittlerweile haben wir jetzt ziemlich genau 12 Stunden, Justus. Nur noch 12 Stunden vor dem Umzug. Da. So sieht es gerade aus. Also wir machen jetzt Abendbrot. Das Problem ist jetzt gerade, wir haben mit Erschrecken festgestellt, dass wir gar nicht mehr genug Lebensmittel da haben. Das war natürlich so schlau gewesen von uns, dass wir ja eigentlich ja gesagt haben, wir bestellen nur noch, aber so Abendbrot und Frühstück wäre schon gut, wenn man da so ein bisschen Brotware da hat. Haben wir jetzt aber nicht mehr. Hallo Cookie. Cookie. Den Katzen macht's nichts, ne? Die merken das gar nicht. Ich habe das Gefühl, die mögen dieses Chaos. Ich finde das spannend. Überall kann man viel besser Verstecken spielen, hinter den Kartons und so. Nein, also wir haben jetzt Brötchen gemacht, aber nur 3 Stück und ein Croissant, weil wir für morgen früh zum Frühstücken ja auch noch ein bisschen was brauchen. Da habe ich jetzt gesagt, ich klinke mich aus, ich esse kein Brötchen und mache dafür nochmal ein bisschen die Tiefkühltruhe leer. Ich habe mir jetzt nochmal Garnelen geholt und ich habe auch noch einen dicken, fetten Rice Cake gefunden. Ich mache mir jetzt so eine scharfe Suppe. Nudeln habe ich nicht mehr, die sind schon alle drüben. Aber davon werde ich auch satt, also die Garnelen. Und dann habe ich ja auch noch Eier, die haue ich mir dann auch noch mit rein. Einfach alles rein damit und dann ist das heute mein Abendessen. Ja, also Johann ist super fleißig oben. Er hat schon eigentlich alles gepackt. Ganz, ganz toll, so ein großer Junge, weißt du, der das alles schon alleine macht. Weil Clara muss ja immer noch ein bisschen drauf gucken, dass auch ausreichend aussortiert wird. Aber Johann macht das wirklich toll. Na, Johann! Okay.
Reaktionszeit. 5 Stunden. Nein, also ganz toll. Johann macht alles komplett alleine. Aber wie gesagt, er hat noch nicht so viel Krusch. Ich mache auch alles alleine. Ja, Justus ist auch jetzt heute mittlerweile so richtig fleißig. Ich habe jetzt gerade 12 Kartons. 12 Kartons hast du? Ja. Doch ganz schön viel. Also Justus ist heute richtig fleißig. Er hat heute viele Kartons gebacken. Er hat ja gesagt, das kann man alles einen Tag vorm Umzug machen. Und genau so macht er das jetzt auch gerade, ne? Gibt richtig Vollgas. Wir haben halt noch ganz viel Zeug auch in diesem kleinen Hauswirtschaftsraum. Das muss viele Steine gefunden. Steine hast du auch gefunden, ja. Und das war so schlimm. Dann steht Justus hier in der Küche. Und die Sachen, die ich jetzt hier liegen habe lassen, die sollen ja verschenkt werden. Und dann fängt er an, die einzupacken. Dann meine ich, nein! Ne, Justus? Was habe ich gemacht? Du hast hier meinen Krusch eingepackt, den ich nicht mehr haben will. Unter anderem diese Plastikbretter, die wollte er auch einpacken. Da habe ich gesagt, stopp! Ja, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, was stellst so ein du dir vor? Saftiges Stück Fleisch. Ne? Ja, kannst du auch auf ein Bambusbrett stellen. Lege ich auf das Bambusbrett. Der Bambus saugt den Fleischsaft auf. Ja, und dann habe ich den Salat und habe das im Bambusbrett auf. Das ist doch Holz. Das ist doch Unsinn. Ich will nur noch Holzbretter, mein Schatz. Guck mal, ich habe noch so einen Reiskrieg gefunden. Cool, nach, oder? Nach jeder Mahlzeit, immer wenn wir ein Fleischstück gegessen haben, nehmen wir ein neues Holzbrett. Was? Ja, ich weiß nicht, wie das. Und dann spüren wir das ab, ja? Hat das denn auch so tolle Ablaufrillen? Das saftige Fleisch macht ja. Oder was läuft das jetzt nochmal? Zeig mal, was du hier in der Hand hast. Das sind schöne Steine. Was soll denn das hier? Clara, Elisa und Johann haben die gesucht. Genau. Und die will ich jetzt aufbewahren. Justus ist nämlich auch so ein kleiner Sammler von Steinen und ja, so. Ja, klar. Aber ich weiß noch, da kam Elisa und hat gesagt, hier, Papi, der Stein ist für dich. Aber nicht mit Mami streiten. Der ist nämlich für dich und für die Mami. Guck mal, wie süß sie ist. Ist auch schon glitzerig. Also, aber zuerst hat sie mir geschenkt. Also ist meine, ne? Davon hat meine Tochter das. Ne? Die Clara mit diesen Sammelsteine und Zeug und alles. So, hier meine Garnelen. Muss erstmal aufgetaut werden. Verwaltung machen kurz. Die Kinder sind schon im Bettchen. Justus und ich wuseln hier jetzt noch rum, packen die restlichen Sachen und überlegen, wie wir das überhaupt geplant haben jetzt morgen. Und zwar werden wir über 2 Tage umziehen. Das heißt, morgen ist Umzugstag Nummer 1. Da werden die großen Möbel abgebaut, drüben wieder aufgebaut und der erste Schwung an Kartons. Richtig? Mhm. Ja, das hat Justus so geplant. Tiere kommen auch morgen, aber erst später. Also ich wollte eigentlich die Katzen direkt am Morgen mitnehmen, aber Justus meinte... Nee. Also morgen nehmen wir die Katzen noch nicht mit. Sie dürfen hier so ein bisschen zugucken. Ja, morgen Abend. Morgen Abend kommen ja, wir doch. Morgen sind wir dann auch drüben morgen und werden auch dort schlafen. Das heißt, auch unsere Betten kommen morgen schon mit. Und ich hoffe, morgen schaffen wir das meiste schon. Tja, wir leben hier im Chaos. Eigentlich leben wir doch hier immer im Chaos. Ja, das ist, muss ich mir nicht umgewöhnen. Eigentlich ist es so wie immer. Nur ist es ein bisschen leerer als sonst. Ich kann ja mal kurz eine Rundumsicht geben. Da ist eine Katze. Der Kratzbaum kommt natürlich auch mit. Dann ist das der Bücherschrank. Der ist leer, außer eben die Pflanzen, die natürlich mitkommen. Und ansonsten, ja, liegt noch so ein bisschen Krimskrams rum. Das haben die Kinder jetzt gar nicht weggeräumt. Dann bleibt es wohl auch hier. Ja, und da hinten siehst du noch die Möbel, die eingelagert werden. Und morgen werden wir das so machen, dass... wir alle sehr früh aufstehen, nämlich schon um 6 Uhr morgens und dann noch hier ein bisschen frühstücken können. Und dann fahre ich mit den Kindern schon rüber
Und Justus bleibt dann hier, hält hier die Stellung und wird mit dem Umzugsunternehmen koordinieren, was alles rüberkommt, was alles abgebaut wird und was alles aber hier bleiben soll, damit es nicht einfach mit rübergenommen wird. Ja, ich glaube, das wird chaotisch, weil normalerweise packt man ja alles zusammen und nimmt alles mit. Aber bei uns ist wie immer alles so ein bisschen anders. Ich bin hier auch schon ganz fleißig, packe meinen Elektronikkram ein. Den Vlog, den ich jetzt gerade drehe, wollte ich aber eigentlich heute hier noch schneiden. Mal gucken, ob ich noch dazu komme. Auf jeden Fall diese ganzen Kabel hier, wie du siehst, immer am Sofa. Das sind echt viele Kabel. Ja, kommen natürlich auch alle mit. Das werden wir aber alles selber transportieren. Also die ganzen sehr empfindlichen Sachen, Techniksachen, die nehmen wir selber mit und bringen sie rüber. Das sind für deine, Justus. Sowas brauche ich doch nicht, mein Schatz. Huch! Ja, was machst du? Ich mach gerade wieder an, aber irgendwie geht das nicht. Hast du für den... Ach, Herz. Ja. Okay, das brauche ich auch. Was ist das für ein Kabel? Das brauche ich auch. So, Elektronikkram. Oh, ich mache mich jetzt fertig. Ich bin durch. Dieser Tag war irgendwie, ach, ich weiß nicht, er war wirklich lang. Ich wollte das mal kurz zeigen, und zwar hier. Erinnerst du dich, da war mal so ein Schrank, so ein ganz schmaler. Den haben wir schon abgebaut, den nehmen wir mit, beziehungsweise der ist schon drüben. Haben wir jetzt im Elternbad stehen. Richtig tolle Lösung, weil der auch so schmal ist und da auch gut hinpasst und trotzdem sehr, sehr viel reinpasst. Deshalb ist da jetzt ein Loch. Ja, das Badezimmer wird ja auch nicht mehr so bleiben, wie es jetzt ist. Ich werde jetzt auch nochmal ein schönes, warmes Bad nehmen. Zum letzten Mal in dieser wundervollen, riesig großen Badewanne. Es wird ja hier komplett alles abgerissen. Also so wie man es sieht, wird es nicht mehr bleiben. Hier packe ich noch die restlichen Badsachen ein. Das mache ich aber auch noch morgen zu Ende, weil wir haben hier noch so viele Sachen, die wir heute Abend und morgen früh noch brauchen. Ja, und dann war's das. Dann geht's morgen los. Um 6 Uhr morgens wollten wir ja aufstehen. Werden wir die Kinder wecken. Und dann geht's rüber. Das wird die letzte Nacht sein, in der wir hier schlafen. Ganz komisch ist das. Wir haben jetzt ja über 10 Jahre hier gewohnt, Justus und ich. Und Johann auch. Und dann kamen Clara und Elisa und so. Und es wird, glaube ich, ein bisschen ungewohnt werden morgen. Und übermorgen und überhaupt die ersten Wochen und Monate dort. Aber das werden wir schaffen. Ich würde sagen, ich melde mich morgen. Aufgeregt. Aber es wird gut. Chaka Winka. Bis morgen. Gute Nacht.